Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und ich hoffe, Sie haben letzte Woche die Sendung gesehen. Nawal und Joalia gewannen beide und ich hoffe, da konnten Sie ein paar Euros mitgehen. Ja, in dieser Woche gehen wir natürlich wieder in die Gruppe Klassiker hier am Samstag. Zwei Rennen aus England, ein Gruppe 1 Rennen davon. Ascot und Haydock, da sind wir natürlich dabei. Und am Sonntag Plateau de Gravel in Paris-Vincennes, ganz viele Grupperennen. Und da habe ich natürlich auch das Highlight rausgesucht, den Prix de Bretagne. Aber zunächst am Samstag nach Ascot ins vierte Rennen, in das 9065 Chase. Das ist das der Name des Rennens. Gruppe 2 über 3800 Meter. Ja, es ist wirklich ein gut besetztes Rennen. Favorit wird wohl Dodging Bullets werden aus dem Nickelstall. Nick Schofield ist der Partner und die probieren etwas Neues, denn die gehen mit der Distanz ein wenig hoch. Ist ja nicht wirklich der Siegertyp, hat aber schon viele Schlachten geschlagen. Auch Schlachten, wo er sehr, sehr gut abschnitt, wo er eigentlich hoch am Toto stand. Und dieses Rennen sieht eigentlich vergleichbar leicht aus und deswegen wird er auch am Toto favorisiert. Er wird es aber schwer haben. God's Own, die sind gut in die Saison gestartet. Der Tom Richard George Stall mit AP Haskin, die beiden verstehen sich sehr gut, sind da jetzt Partner geworden. God's Own feierte auch einen tollen Saisoneinstand und im letzten Jahr hat er mit zwei Gruppe 1 Platzierungen die Saison abgeschlossen. Ja, über 3500 Meter lief er auch schon gut. Dreimal lief er da. Zweimal konnte er sich platzieren und einmal ein Rennen gewinnen. Also mit der Distanz sollte er keine Probleme kriegen. Vibral Jovaltar ist das zweite Pferd aus dem Nickelstall. Der muss unbedingt ernst genommen werden, weil er hinter God's Own letztes Mal, das Rennen wurde von Third Intention gewonnen, aber jetzt gilt es hier in diesem Gruppe 2. Third Intention natürlich auch gefährlich, aber er war natürlich krasser Außenseiter letztes Mal. Man hat nicht mit einem Sieg gerechnet. Dennoch muss man ihn auf dem Schein haben. Für mich geht das Rennen aber bei God's Own. Die Stallform ist so stark von Tom Richard George, dass sie für mich dieses Rennen sich schnappen. Also für mich hier ist er der Sieger im vierten Rennen am Samstag in Ascot. Und dann geht es weiter nach Haydock ins sechste Rennen in die Haydock Chase. Gruppe 1, 4800 Meter, 200.000 Pfund ist dieses Rennen dotiert. Ja, und letztes Jahr gewann der Tizard-Starter Q-Card mit 7 Längen Vorsprung gegen Silviniaco Conti. Und die beiden treffen sich hier wieder. Q-Card beim Saisondebüt in Weatherby. Letztes Jahr ging er natürlich die Silberroute, Weatherby und dann Haydock. Letztes Jahr konnte er auch das Weatherby-Rennen gewinnen. Das konnte er diesmal nicht, wurde nur Dritter. Ab 27 am Toto stand er da und konnte gegen die beiden Vorderen nichts ausrichten. Aber er hat hier einen starken Gegner, Conigree, aus dem Stall von Mark Bradstock. Das Pferd ist jetzt 5 Starts ungeschlagen, hat auch einen Aufbaustart, gewann 20 Längen gegen Seven Sky. Das war natürlich ein Klasse 2 Rennen. Jetzt geht es natürlich ins Gruppe 1, aber er ist der aktuelle Gold Cup Sieger. Und wie gesagt, 5-mal ungeschlagen. Die Stallform steht auch sehr, sehr gut. Und Mark Bradstock sagt, sein Schützling ist fit and well. Wenn die ersten beiden patzen, dann könnte natürlich ein Silviniaco Conti hier auch mal so ein Rennen schnappen. Die Form in Dawn Royal, das war sehr, sehr gut, war dort Zweiter, also auch der muss sich hier nicht verstecken. Ein absolutes Top-Rennen hier, Q-Card wird hier es ganz schwer haben, denn Conigree ist für mich eine absolute Maschine und der wird den sechsten Sieg in Folge einheimsen. Also Conigree für mich das Pferd hier im Gruppe 1 in dem Haydock Chase, in Haydock natürlich. Dann geht es weiter zum Sonntag nach Paris-Vincennes und zunächst mal ins dritte Rennen in dem Prix de Corsay-le-Vivien über 2100 Meter. Das Rennen ist 75.000 Euro dotiert. Björn Goop greift hier mit seinen Pferden an, sowieso im Wintermeeting. Er hat ein eigenes Quartier aufgemacht und einer seiner Schützlinge ist Reckless. Und Reckless lief schon zweimal in Paris-Vincennes, gewann dort einmal und das war eine 10-7er Zeit. Also das ist natürlich was hier kein anderer in diesem Feld gehen kann. In Schweden hat er viel Gewinnsumme gemacht, er hat natürlich was raufgepackt, steht aktuell bei knapp über 300.000 Euro. Vasco de Viviet mit Segon ist hier der Fahrer immer für dieses Pferd. Die beiden haben sich schon gut gefunden und gut getroffen, haben über 2700 Meter schon gewonnen. 2-1 sehe ich doch da eher kritisch für dieses Pferd. Akayama und Falcon Hallaryd, die müssen erst mal wieder in Form kommen und glatt gehen. Ganz besonders gilt das für Akayama, der doch einiges gehen kann, wenn er glatt über den Kurs kommt. Ulula Bella, das ist ein ganz gefährliches Pferd. Das Pferd habe ich letztes Mal in der Provinz gesehen. Stand
150 am Toto und das war natürlich eine Testfahrt für dieses Rennen. Sie nehmen natürlich Eisen runter bei Odula Bella und das Pferd ist das Gezockte in diesem Rennen. Prinz Di Poggio auch noch gefährlich mit Jean-Michel Basir. Der konnte mit seinem dritten Platz mal wieder zeigen, dass in ihm noch etwas steckt und hat gerechtfertigt, dass er noch weiter hier in Frankreich laufen darf. Odula Bella ist natürlich das gezockte Pferd, aber an Reckless kommt keiner vorbei. Wenn ich mich an diesen Sieg zurückerinnere, in diesen 10-7, das war wunderbar, wie Björn Goop ihn da vorgetragen hat. Also für mich hier Reckless, der Sieger im dritten Rennen am Sonntag in Vence. Und da geht es weiter ins sechste Rennen, in das Hauptereignis in den Prix de Bretagne, 2700 Meter, Gruppe 2, 120.000 Euro, die Dotation. 18 Pferde sind stehen geblieben. Ja, und wenn wir Bold Eagle und Timoko reinnehmen, dann unterschreibe ich Ihnen, dass das dann der Amarik ist. Denn das sind hier schon Pferde, wirkliche Vollbomber, die hier laufen. Sie haben das Punktesystem geändert für den Amarik. Das heißt also, Sie können nicht immer mehrere Rennen hinterherfahren und auf Ihre Gewinnsumme pochen so richtig, sondern Sie müssen Punkte in vielen Rennen machen. Und deswegen haben wir auch dieses tolle Starterfeld am Ablauf. Dann gehen wir gleich mal rein hier. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So gute Pferde. Wir gehen einfach mal in die Mitte rein. Propulsion hier aus dem Stall von Daniel Reden. Kommt aus Schweden. War ursprünglich in den USA. Ojan Kilström ist der Partner. Das Pferd habe ich ja damals angesagt im Elite Loppe. Da haben sie ihn noch nicht so richtig ausgefahren. Aber danach, da hat er gezeigt, was er kann und hat einige Siege errungen. Auch ein paar zweite Plätze. Aber das ist natürlich eine Macht, wenn der die Spitze bekommt. Bert Parker und Charlie Denoyer, das sind die Allierpferde, die man immer auf der Rechnung haben muss. Burke Parker gewann ja am grünen Tisch gegen Timoko, eigentlich, aber Timoko wurde dann das Rennen zugesprochen und er gewann das Rennen damals. Aber Vincennes ist nicht das Pflaster von Burke Parker, die Formen sind dann eher durchschnittlich. Anna Mix, die darf wieder mitmachen beim Männerstart in Paris-Vincennes, war ja, ja, durfte nicht mehr laufen mit Männerstartprüfungen, weil sie zu oft einen Fehlstart verursacht hatte und nicht glatt ging. Und dann hat sie ein bisschen in Schweden hier ein paar Gewinnsummen hier gemacht und steht aktuell bei 973.000 Euro. Frank Nivar ist der Partner und den muss man natürlich auch auf der Rechnung haben. Thierry Letang, das Pferd geht natürlich in den Cornouiller, das hat Christian Bigion schon gesagt. Dann haben wir noch so Pferde wie eine Berliner Joselon mit Jean-Michel Basir, die nehmen auch die Eisen runter. Brandgefährliches Pferd, genauso wie Prinzess Griff und natürlich Admiral Sascha, nicht zu vergessen mit Gabriele Gellormini, der natürlich auch antreten kann wie eine Maschine. 10-4 ist da seine Bestleistung. Also da bin ich mal gespannt, wie weit der schon ist und ob Lamar diesmal mit seinem Schützling in den Amarik geht. Ja, wenn Sie mich fragen, wer dieses Rennen gewinnt, dann sage ich mal Propulsion, das ist der sichere in diesem Rennen. Die wollen nicht hinterherfahren, die wollen mal gucken, ob das Pferd über 2-7 kann. Und ich denke mal, das können Sie, sonst würden Sie nicht in so ein Rennen gehen. Ojan Hillström ist der Partner, also für mich Propulsion, das Pferd hier im Prix de Bretagne, das Sie unbedingt anspielen müssen. Ja, das war es hier schon wieder mit unserer Tippsendung hier von OneX2.com. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.